Francisco Herrera presenta Eine Woche Kurzurlaub, viel zu kurz, denkt manch einer, um richtig etwas zu erleben, geschweige denn eine Insel kennenzulernen. Ist ja wahr. Koffer auspacken, tschack, Sonnenbahn, tschack, Mädels gucken gehen, tschack, tschack, Koffer einpacken, heimfliegen, tschack. Aber Willi, dass es auch anders geht, werden wir gleich mit Michaela erleben, die als ersten Preis in einem Reisepreiserschreiben eine Woche Urlaub auf Teneriffa gewonnen hat. Schönen guten Tag. Sind Sie Fräulein Michaela? Ja, das bin ich. Herzlich willkommen auf Teneriffa. Ich bin Rudolf. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Rena Sophia, ein schöner Name für einen Flughafen. In diesem Fall sogar ein königlicher Name. Der Flughafen wurde nach der spanischen Königin benannt. 17 Kilometer sind es vom Flughafen nach Playa de las Americas. Um die Fahrt etwas abwechslungsreicher zu gestalten, plant Rudolf noch einen kleinen Abstecher. Abstecher, ha. Willi, du machst deinen Namen als Inselgeist wieder alle Ehre. Rudolf zeigt dir El Medano. Genauer gesagt, die Attraktion dieses Fischerdörfchens, die liegt circa einen Kilometer entfernt. Ein großer Natursandstrand mit einem Surferhotel. Denn in der Bucht von El Medano herrschen das ganze Jahr über ideale Bedingungen für alle Surfbegeisterten. Nur Fliegen ist schöner. Nachdem Rudolf Michaela gut ins Hotel gebracht hat, kümmert er sich darum, dass sie den Schlüssel für ein schönes Zimmer bekommt und verabredet sich mit ihr für abends in der Hotelbar, wo er sie mit dem Sänger Roger Benedict bekannt machen möchte, der schon seit vielen Jahren auf Teneriffa lebt. Muy bonito, chica shoppen. Das ist ein feines Hotel, Willi, was? Ja, kann ich hier mit meiner Schrankwand einziehen? Den Spruch hast du aber von Eddie Murphy geklaut. Dieses Hotel ist eines von vielen sehr, sehr schönen Hotels in Playa de las Americas. Eine Stadt wie Las Vegas, aus der Wüste geboren. Liz Taylor und Richard Burton waren, wenn man so will, die ersten Grundstücksspekulanten hier und nach der Nationalität der beiden wurde dieser Küstenstrich benannt, der Strand der Amerikaner. Noch 1965 gab es hier nur steinige Wüstenlandschaft, Kakteen, vereinzelt Bananenplantagen und ein paar wenige kleine Naturstrände. 1969-70 begannen hier die ersten Ansätze des Tourismus. Alte Bauwerke oder typisch kanarische Einflüsse werden Sie hier nicht finden. Es sei denn, einer der Bauherren hätte diesen Stil gelegentlich fantasievoll in seine moderne Konstruktion mit eingearbeitet. Dafür bietet diese Stadt alles, was man zu Vergnügen oder Urlaubszeitvertreib erwartet. Grüne Parkanlagen, weite Sandstrände mit schwarzem und Natursand, Bars, Cafés, Diskotheken, Restaurants, Souvenirläden, ein internationales Spielcasino, den größten Wasservergnügungspark der Kanarischen Inseln, den Octopus Park, Go-Kart-Bahnen, Kaktusplantagen, Tennisplätze und natürlich jede Variation von Wassersport am Meer.
Teneriffa ist in drei Klimazonen aufgeteilt. Der Süden und somit Playa de las Americas hat subtropisches und wintermildes Wüstenklima. Das bedeutet 12 Monate im Jahr Sonne. Abends trifft man sich wie verabredet in der Hotelbar. Wenn man die Insel schon einige Jahre kennt, weiß man, dass sie viel mehr zu bieten hat als nur Sonne, Sand und Meer. Michaela interessiert sich sehr dafür und so beschließt man, gemeinsam eine Inselrundfahrt zu machen. Cristianos ist eines der ältesten Fischerdörfer des Südens und grenzt unmittelbar an Playa de las Americas. Man spricht vom gesündesten Klima der Welt, was den Süden Teneriffas und im speziellen Los Cristianos betrifft. Dieses milde, subtropische Klima zieht Jahr für Jahr mehr und mehr Leute an,
die sich hier mit den verschiedensten Leiden nicht nur besser fühlen, sondern diese zum Teil sogar ganz auskurieren. Stark frequentiert wird dieses alte Fischerdorf, das mittlerweile zur groß angewachsenen Touristenstadt wurde, auch durch seine Fährverbindung nach Gomera. Ein Trip, den man auch als Tagesausflug nur empfehlen kann. Bava Verde, grüner Autobus, so nennt der Kanare seine Busverbindung, mit der auch Sie bequem ohne Auto jedes Ziel ansteuern können. Auch wenn Sie der Landessprache nicht mächtig sind, werden Sie sich schnell zurechtfinden. Am Bus ist die Hauptrichtung geschildert und am Fahrplan in und am Bus deutlich die einzelnen Stationen. Bava Verde, ich fliege lieber. Hallo, hast du leicht raufgefunden? Überhaupt kein Problem, hallo. Ich möchte dir gleich mal ganz was Interessantes zeigen. Adeje liegt am Anfang des Barranco del Inferno, sprich Teufelsschlucht. Den Namen hat sie eigentlich nicht verdient. Es ist eine bewaldete Schlucht, durch die ein Bach verläuft und an einem Wasserfall endet. Bis dahin ist es ein Fußweg von ca. 1,5 Stunden. Ist ja toll, ein richtiger Wasserfall in dieser Landschaft. Für den Süden ist es auch ein seltenes Schauspiel. Der Bürgermeister der Gemeinde Adeje, zu der unter anderem auch Playa de las Americas gehört, begrüßt Michaela auf dem Festplatz, wo er ihr auch die bekannte Folkloreschule von Adeje präsentiert. Besonderes anschauen in Adeje. In Adeje está usted en uno de los municipios con el mejor clima del mundo, en el que además de disfrutar de una excelente oferta hotelera y de ocio, pues puede usted también disfrutar de nuestras magníficas playas, conocer también nuestro patrimonio cultural, como puede ser, le sugiero, la iglesia parroquial en la que hay importantes obras de arte, o la Casa Fuerte, que es una fortaleza tradicional del siglo XVI y que está vinculada al origen de nuestra tierra. Guía de Zora, Santiago del Teide,
Das kann ich mir gar nicht alles merken. Dafür wird dir die Strecke unvergesslich bleiben. Trotzdem die Straße vor 3 bis 4 Jahren richtig ausgebaut wurde, ist sie immer noch recht abenteuerlich. Bis vor gut 10 Jahren gab es hier überhaupt keine Straße und man konnte Maska, wo wir jetzt hinfahren, nur über einen Trampelpfad erreichen, wie die alten Piraten. Gibt's den Strom in Maska? Strom, Telefon, Fernsehen, seit wenigen Jahren alles vorhanden. Trotzdem wirst du gleich feststellen, die Zeit ist dort oben stehen geblieben. Ja, man sieht, seit 100 Jahren kein Staubgewicht und außerdem kein Rabe, weit und breit. Maska, kleines Berg auf Maska, dort oben in den Bergen, wo Träume entstehen. Maska, kleines Berg auf Maska, hier gibt es keine Uhren, die Zeit bleibt für dich stehen. Er hieß Pedro und war ein Guanche. Maska, man spricht von einem alten Piratenunterschlupf, was sich durch die Unzugänglichkeit bis Mitte der 70er Jahre auch bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt entstanden die ersten asphaltierten Straßen, die aber erst in den letzten Jahren richtig ausgebaut wurden. Auch heute ist es noch ein spannendes und nicht ganz ungefährliches Unterfangen, Maska mit dem Auto oder Bus anzusteuern. Maska war über hunderte Jahre hinweg Selbstversorger. Die wenigen Dinge, die die Einwohner nicht selbst erzeugten oder ernteten, wurden mühsam über Trampelpfade und Eselswege herbeigeschafft. Es sind nur wenige neue Bauten entstanden und die auch fast ausschließlich, um den Touristenstrom, der seit Mitte der 80er Jahre hereinbrach, zu bewirtschaften. Unser Tipp: Es gibt ein kleines Museum mit Gebrauchsgegenständen der letzten 300 Jahre in Maska. Wenn Sie es gefunden haben, haben Sie auch die Seele von Maska entdeckt. Der wächst gleich hinterm Haus. Und was er braucht, geht ein in seinen Händen. Nicht für Millionen tauscht er das Leben aus. Mein tiefer Friede zieht hier in unsere Herzen ein. Die goldene Sonne taucht blutrot in das Meer hinein. Maska, kleines Berg auf Maska, dort oben in den Träume entstehen. Maska, kleines Berg auf Maska, hier gibt es keine Uhren, die Zeit bleibt für dich stehen. Maska, kleines Berg auf Maska, dort oben in den Bergen, wo Träume entstehen. Maska, kleines Berg auf Maska, hier gibt es keine Uhren, die Zeit bleibt für dich stehen. Die Zeit. Also Maska ist wunderschön. Am liebsten möchte ich gar nicht mehr weg. Ja, ja. Ich habe aber noch etwas ganz Besonderes zum Abschluss des heutigen Tages. Und das wirkt so richtig bei Sonnenuntergang. Los Gigantes, gigantisch ragen Felsen aus dem Meer. Los Gigantes, gigantisch ist die ganze Bucht umher. Los Gigantes, wild und romantisch zugleich, eine Schönheit unerreicht. Und ein alter Fischer erzählt aus einer längst vergangenen Welt. Und dann summt er ein Lied, das voller Sehnsucht erklang. Und er gab uns zu verstehen, dass vor langer alter Zeit dieses Lied sein Vater schon sang. Doña Maria, cariosa Maria, bonita Maria. Los Gigantes werden die riesigen, fast senkrecht bis zu 300 Meter aus dem Meer herausragenden Felswände der Steilküste des Fischerdorfes Puerto de Santiago genannt. Unterhalb dieser Felswände entstand neu die Stadt Los Gigantes mit einem kleinen Sandstrand und einem wunderschönen Yachthafen.
Mit ihren weißen Häusern erscheint sie fast unwirklich in dieser rauen Landschaft. So entstand der Vergleich der weißen Perle in einer rauen Muschel. Wie als weiße Perle sie aus einer rauen Muschel schält und den Namen Los Gigantes erhält. Doña Maria, cariñosa Maria, bonita Maria, beschütze mich, biete meine Kälte an. Doña Maria, cariñosa Maria, bonita Maria, damit ich nachts auf dem Meer meinen Weg finden kann. Gigantisch ist die ganze Bucht umher. Los Gigantes, wild und romantisch zugleich, deine Schönheit unerreicht. Es ist erstaunlich, nach der gestrigen Landschaft hätte ich nie erwartet, solche Wälder zu sehen. Du wirst dich noch mehr wundern, je weiter wir nach Norden kommen. Via Flor nennt man übrigens diese Gegend und ebenso eine kleine Stadt, die höchstgelegenste Teneriffas am Eingang der Cañaras. Und ab da ändert sich das Landschaftsbild wiederum total. Aber das hier erinnert an eine Mondlandschaft. Man könnte hier einen Science-Fiction-Film drehen. Das sind doch die Cañaras. Ich habe gelesen, dass sie einen Durchmesser von 14 Kilometern haben. Das ist richtig. Und in der Mitte der Spitze von Pico Teide. Pico Teide, die Majestät der Kanarischen Inseln und der höchste Berg Spaniens mit exakt 3718 Metern. Von hier aus hat man an klaren Tagen einen fantastischen Blick auf die gesamte kanarische Inselwelt. Mit Bus oder Auto erreicht man bequem die Talstation einer Seilbahn auf einer Höhe von 2370 Metern. Diese bringt sie dann in 10 Minuten zur Bergstation, in eine Höhe von 3555 Metern, von wo aus sie zu Fuß die Krateröffnung erreichen können. Herzkranke sollten die Teide-Tour wegen der dünnen Höhenluft nicht unternehmen. Dies gilt auch für Ungeduldige, da man an der Seilbahn schon mal gut und gern bis zu 3 Stunden anstehen kann. Unser Tipp, nehmen Sie sich die Zeit, am Fuß des Teide durch die fantastische Kraterlandschaft, die Cañaras, eine Wanderung zu unternehmen. Über den Wolken, Felsen aus Salz, an deinen Ufern, Strände so heiß, Wälder und Wüsten, Blumen und Sand, stolzer König, dein Hinterland. Seine Majestät lädt
La Orotava, La Orotava. Das allerschönste Tal der Insel ist das Orotava-Tal. Und wandre ich durch das Blumenmeer, dann sag ich jedes Mal, das allerschönste Tal der Insel kann das grüne Blumental nur sein. Und ich fang in meinem Herzen diese ganze Schönheit ein. Blumen schmücken jedes Haus und alles sieht so freundlich aus. Träg ich dein Blick aufs Meer hinaus. So grüß dich aus der Ferne nach Palma, das allerschönste Tal der La Orotava ist der Name der Stadt, die wie auch Porto de la Cruz inmitten des Orotava-Tales liegt. Das Orotava-Tal hat eine Ausdehnung von rund 95 Quadratkilometern und ist eine der bezauberndsten und fruchtbarsten Regionen auf unserem Globus, im Norden Teneriffas. Hier werden die überall bekannten Rosen Teneriffas gezüchtet, das Auge wird erfreut von Feuerbignonien und leuchtend roten Weihnachtssternen. Es wäre zu viel, allein die Flora dieses Tales aufzuzählen und ist auch nur in etwa an Fronleichnam überschaubar, wenn die Einheimischen die weltberühmten Blumenteppiche für die Fronleichnamsprozession in den schönsten Bildern auf die Straße zaubern. Wie fruchtbar dieses Tal ist, beweist allein die Tatsache, dass Kartoffeln hier dreimal im Jahr geerntet werden. Der weltreisende Alexander von Humboldt 1799 fiel vor so viel Schönheit auf die Knie und schrieb wie ausdrucksweise folgt: Ich kann diesen Anblick nur mit den Golfen von Genua und Neapel vergleichen, aber das Orotava-Tal übertrifft sie bei weitem durch seine Ausmaße und die Reichhaltigkeit seiner Vegetation. Das allerschönste Tal der Insel ist das Orotava-Tal. Und wandre ich durch das Blumenmeer, dann sag ich jedes Mal, allerschönste Tal der Insel kann das grüne Blumental nur sein. Und ich fang in meinem Herzen diese ganze Schönheit ein. Das allerschönste Tal der Insel ist das Orotava. Du hast doch sicherlich schon etwas über den alten Drachenbaum auf Teneriffa gehört. Ja, richtig, der soll doch über 3000 Jahre alt sein. Das nahm man tatsächlich auch sehr lange an. In Wirklichkeit soll er aber laut neuesten Untersuchungen um die 1000 Jahre alt sein. Aber ich denke, auch das ist erstaunlich. Und da kommen wir jetzt vorbei? Da bin ich aber gespannt. Diese ganze Schönheit. Tausend Jahre alt, wer wird das schon? Tausend Jahre jung, wo gibt's das schon? Tausend Jahre schön, wer bleibt das schon? Lieber Millenario, ich schreibe dir ein Lied. Du bist der Baum der Bäume hier für jeden, der dich sieht. Die tausend Jahre, die du zählst, vielleicht sind's auch noch mehr, sind unendlich auch geschichtenreich und werden immer mehr. Es sind Menschen jeder Altersschicht, die dich besuchen kommen, die dich bestaunen und bewundern und immer wieder kommen. Ein Paar besuchte dich einmal und schwor sich ewige Treue. Ich kenne sie und weiß genau, bis jetzt gibt's keine Reue. Lieber Millionario, ich schreibe dir ein Lied. Du bist der Baum der Bäume hier für jeden, der dich sieht. Garagico. Im 16. Jahrhundert war hier einer der bedeutendsten Häfen Teneriffas. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Stadt nach einem Vulkanausbruch fast vollkommen zerstört. Auf erkalteter Lava und den Grundresten der alten Stadt wurde dann das heutige Garagico gebaut. Die Attraktion dieses Städtchens sind zwei wunderschöne Meeresschwimmbecken, die sich durch den Vulkanausbruch selbst gebildet haben.
Jetzt aber auf nach Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz war einst der Hafen von Orotava und ist heute das bedeutendste Ferienzentrum der Nordküste Teneriffas. Dass hier in Porto ebenso wie in der Stadt Orotava einst die reichen Kaufleute zu Hause waren, ist deutlich an den architektonisch schönen und aufwendigen Baustil der Häuser und Gartenanlagen zu sehen. Aus der kanarischen Kiefer handgeschnitzte Balkone und Balustraden, rote Ziegeldächer und mit Pflanzen und Springbrunnen prächtig ausgestattete Patios. Der botanische Garten, der vor 300 Jahren angelegt wurde, um tropische und subtropische Pflanzen an das europäische Klima zu gewöhnen, besteht heute noch in einer unübersehbaren Fülle dieser Pflanzen in allen Gattungen. Und ist mit dem Loro Park, der wiederum mit seinen Delfinen und Papageien schon weit bekannt ist, eine von vielen Hauptattraktionen dieser schönen Stadt, die außerdem mit ihrer Mischung von auserlesenen Geschäften und orientalisch anmutenden Basare ein außerordentliches Flair entwickelt hat. Das altspanische, aber auch orientalische Flair mischt sich heute auf attraktive Weise mit den modernen Gegebenheiten einer gut durchdachten Touristengroßstadt. Porto hat nur zwei kleine Natursandstrände. Diesem Übel wurde aber kurzerhand mit dem Bau einer der größten und schönsten Schwimmbadanlagen der Welt abgeholfen, den Martianes-Schwimmbädern, direkt an der Strandpromenade. Ich liebe diesen Gesang.
Wellen vom Bachamar erzählen vom Anfang der Zeit. Sie werden immer bestehen in alle Ewigkeit. Sie erzählen von fernen. Rund um die Insel, aber ganz speziell im Norden Teneriffas, findet man viele kleine Dörfer und Städte, die bedingt durch die Felsküste keine Bademöglichkeiten, geschweige denn einen Sandstrand haben. Bachamar ist ein Beispiel dafür, dass man mit dem Meer auch ein klein wenig spielen kann. Man baute Meeresschwimmbäder, die sich durch die Wellen selbstständig füllen und umwälzen. Die Wellen von Bachamar bieten aber auch ein Schauspiel, das man mit viel Spaß vom Pool und fasziniert von der Strandpromenade aus genießt. Im Übrigen ist Bachamar auch ein kleines Paradies für geübte Sporttaucher. Sollen doch hier noch sehr viele alte gesunkene Schiffe zu entdecken sein. Die Wellen von Bachamar, ich liebe diesen Gesang. Die Wellen von Bachamar erzählen vom Anfang der Zeit. Sie werden immer bestehen in alle Ewigkeit. Sie erzählen von goldenen Schiffen, der versunkenen Stadt im Meer, von zwei Delfinen, die sich suchen, ihre Liebe zog sie hierher. Sie erzählen von ihrer Sehnsucht und nun sind sie ein Paar, die hier zu Hause sind, an der Küste von Bahamas. Hier wird es schon wieder etwas kühler als in Bachamar. Wir sind auch gleich im rauesten und gleichzeitig geologisch gesehen ältesten Teil der Insel. Das Anaga-Gebirge. Ja, du bist ja richtig gut informiert. Man kann es fast vergleichen mit dem schottischen Hochgebirge. Raue, wild zerklüftete Gebirgslandschaft, aber mit einem saftigen Grün bewachsen. Und dort unten liegt die Stadt Taganana. Da soll ja der beste Wein der Insel herkommen. Jetzt erstaunst du mich aber. Und? Es soll gleichzeitig die älteste Stadt der Insel sein. Das habe ich nicht gewusst. Dort unten liegt die ehemalige Hauptstadt und gleichzeitig die Universitätsstadt der Insel, La Laguna. La Laguna hat seinen Charakter als altspanische Stadt im Kolonialstil des 16. und 17. Jahrhunderts bis heute bewahrt. Herrschaftliche Bürgerhäuser und Adelspaläste zeugen heute noch von ihrer ehemaligen Bedeutung. Da hier im Schnitt 5 bis 10 Grad niedrigere Temperaturen als an der Küste herrschen, wird die Stadt von Spaniern auch gern als Sommerresidenz bewohnt. Dass das Hauptbild der Stadt heute hauptsächlich durch die Studenten geprägt ist, spricht klar für die Bedeutung der Universität. Sag mal. Mal. Nein, ich meine, ist das Autoradio an? Ich höre Musik. Nee, da stehen ein paar im Wald und singen. Ach was,
Doch, ich hab's gehofft, aber nicht erwartet. Wenn mich nicht alles täuscht, wirst du jetzt gleich eine der bekanntesten Folkloregruppen der Insel zu Gesicht bekommen. Die Sabandinius, Los Sabandinius. Was wir jetzt machen, ist zwar ein kleiner Umweg, aber ich möchte dir gerne den Theresita-Strand von oben zeigen. Ist das der Strand mit dem goldgelben Sand? Genau, das ist er. Der einzige auf der Insel. Sonst haben alle Strände nur schwarzen oder naturfarbigen Sand. Schade. Gerade jetzt versteckt sich die Sonne hinter den Wolken. Die kommt gleich wieder. Dann siehst du den Sand und das Wasser richtig leuchten. Wie heißt denn dieses Städtchen da hinten? Das ist San Andres, ein altes Fischerdorf. Man kann da billig, aber sehr gut Fisch essen. Siehst du? Jetzt kommt auch die Sonne wieder. Der Sand kommt übrigens aus der Sahara. Er wurde allerdings nicht angeweht, er musste extra herübergebracht werden. So, aber jetzt ab nach Santa Cruz. In Santa Cruz treffen Michaela und Roger den Präsidenten des Tourismus, Don Ricardo Davio, zuständig für touristische Werbung, Präsentation und Organisation auf Teneriffa. Oh, hallo. Hello, how are you? Hello, how are you? Michaela. Hallo. Hallo, hallo Roger. Hallo Michaela. Ich wollte präsentar Don Ricardo. Okay. Michaela de Alemania. Elio ganó el gran premio, 8 días Tenerife, y ahora hicieron los dos una gran vuelta sobre la isla y hoy visitaron Santa Cruz. Y este es el señor presidente del patronato de turismo. Ya. Sí, bueno, estamos en la capital de la isla, de una isla que realmente está dividida en dos partes importantes para el turismo, el norte, Puerto de la Cruz sobre todo, y el sur, que ofrecen dos atractivos muy importantes. Pero yo diría que Santa Cruz, en este caso, como capital de la isla, ofrece también
el compendio de lo que es toda la isla. Es decir, hospitalidad, buen clima, playas, cultura, música y digamos que por encima de todo el aliciente de ser una ciudad mágica porque ofrece lo que es el carnaval de Tenerife, que está considerado como el mejor de Europa y posiblemente después del carnaval de Río, el segundo mejor carnaval de todo el mundo. Y pienso que ese es un gran atractivo, no solamente de lo que ofrece la ciudad como turismo y para el turismo, sino también ese carnaval importantísimo para todos. Que es una muestra, desde luego, de lo que es esa hospitalidad y ese savoir-faire del el isleño, del, de la persona de Tenerife, respecto a los clientes que nos visitan. Aber das tollste Stück weiß er nämlich noch gar nicht. Don Ricardo ist außerdem ein Magic Man, ein Zauberer. Zauberer. Mágico como el propio carnaval. Santa Cruz, moderne Hauptstadt und Welthafen, der zweitgrößte nach Las Palmas auf den Kanarischen Inseln. Sie wurde nicht von den Ureinwohnern, den Guanchen, sondern von den spanischen Eroberern 1494 gegründet. Die Stadt kann auf so viele historische Abenteuer und Ereignisse zurückblicken, dass es ein fantastischer Ausflug in die Vergangenheit ist, sowohl an Denkmälern, alten Bauten, als auch durch ihre Museen zu streifen. Gute Einkaufsmöglichkeiten bieten die zahlreichen Duty-Free-Shops an der Plaza de España und Plaza de Candelaria. Allerdings sollten Sie sehr genaue Preisvergleiche machen. Kenner behaupten, dass der Karneval dem in Rio de Janeiro in nichts nachsteht. Viele Einheimische arbeiten den größten Teil des Jahres fast nur dafür, um Karneval in ausgefallenen und fantastischen Kostümen ausgelassen feiern zu können. Eine Zahl verdeutlicht vielleicht die Popularität des Karnevals hier. 1988 tanzten 250.000 Leute gleichzeitig auf der Plaza de España. Das war natürlich einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde wert. Informationsstunde. Wussten Sie das? Die Banane das wichtigste Exportgut der Kanaren ist? Allein Teneriffa produziert jährlich mehr als 220.000 Tonnen dieser kleinen, aber wohlschmeckenden Frucht. Eines der größten Anbaugebiete ist das Orotava-Tal. Aber auch im Süden der Insel gibt es riesige Anbauflächen. Die klimatischen Bedingungen werden hier besonders erfüllt und außerdem gibt es reichlich Wasser. Die Qualität der kanarischen Banane ist von hohem Nährwert. Obwohl nicht so groß wie ihre Konkurrenz aus Übersee, ist sie aber jener an Geschmack überlegen. Wussten Sie aber, was eine Papaya ist? So Sie gerne etwas Alkoholisches trinken, dann sollten Sie unbedingt die Papaya kennenlernen, denn es gibt keinen besseren Schutz für den Magen und die Leber als diese Wunderfrucht.
Wussten Sie, dass es auf dem 2400 Meter hohen Isania, einen Nebengipfel des 3718 Meter hohen Teide, dem höchsten Berg der Kanaren und Spaniens, eines der bedeutendsten Sonnenobservatorien der Welt gibt? Der Himmel ist hier nur an 23 Tagen jährlich bedeckt. Dadurch sind hier ideale Beobachtungsbedingungen gegeben, die von keinem anderen Platz der Erde übertroffen werden. Seit 1969 gibt es eine sehr intensive deutsch-spanische Zusammenarbeit der Sonnenbeobachtungen. Das Teleskop stammt aus Deutschland. Mit dessen Hilfe sollen vor allem die sogenannten Feinstrukturen der Sonne untersucht werden. Dadurch sollen Aufschlüsse über die magnetischen Vorgänge im Zentralgestirn unseres Planetensystems gewonnen und Rückschlüsse auf das Werden in das Leben eines Fixsternes gezogen werden. Dass die Insel vulkanischen Ursprungs ist, das wussten Sie wohl. Wussten Sie aber, dass mit der Geburt der Insel auch unterirdische Höhlen entstanden sind, die Galerien genannt werden und die so zum Wasserreservat der Insel wurden? Etwa 600 Kilometer Länge hatten sie und wurden von Menschenhand auf 800 Kilometer erweitert. Nur Teneriffa und die kleine Nachbarinsel La Palma verfügen über diese natürlichen Wasserbehälter. Wussten Sie, dass Teneriffa drei Wasserproduzenten hat? Nummer eins das Regenwasser, zwei der Schnee vom Teide und die kanarische Kiefer, Pino Canaria. Dieser einzigartige und somit wichtigster Baum der Insel saugt aus der hohen Luftfeuchtigkeit, je nach Größe des Baumes, bis zu 20 Liter pro Tag. Er bedient sich also zunächst für sich selbst und gibt den Überschuss der Erde und somit den Galerien weiter. Wussten Sie, dass es hier auch Kamele gibt? Hinter Candelaria verbirgt sich eine wunderbare Geschichte. Hört sich zwar an wie ein Märchen, aber es ist etwas Wahres dran. Im 13. Jahrhundert fanden Guanchen in einer Grotte gleich vorne links neben der Kirche eine hölzerne Figur. Das war die Patrona Candelaria. Die damals heidnischen Guanchen, die aber gerne an Wunder glaubten, waren im ersten Moment mal furchtbar erstaunt, sprachen ihr dann aber sehr schnell Wunderkräfte zu, verehrten sie und beteten sie an. Was war passiert? Man glaubt heute, dass ein portugiesisches Schiff im Sturm untergegangen ist, die Figur sich dabei löste und hier angeschwemmt wurde. Durch die spanischen Eroberer kam der Christenglaube und somit gewann die Figur erst recht durch die zahlreichen Wundergeschichten an Bedeutung. Ein Kloster, das hier erbaut wurde, mit einem Altar für die Patrona, wurde von einer Sturmflut weggerissen und mit dem Kloster die Originalfigur. 1830 wurde dann eine Nachbildung geschaffen und die steht heute noch in der Basilika und ist die Schutzpatronin der Kanarischen Inseln. Abrigo que quieren ser tus hijas, hey.
siente tu abrigo encima de las islas, siente tu abrigo que quieren ser tus hijas. Willi, du bist kein bisschen romantisch. Das kannst du aber nicht sagen. Das tut mir auch weh. Was glaubst du, wie ihr das wehtut, dass sie jetzt heimfliegen muss? Ja, aber sie wird doch wiederkommen, oder? Da bin ich ganz, ganz sicher.